Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu The Town of Light. So, wir müssen weiter zum Archiv. Und muss ich einmal umdrehen. Hier liegen noch Zigaretten. Das ist ein Foto. Das ist manchmal hier der Punkt. Volterra, jetzt weiß ich übrigens auch, woher ich den Namen kenne. Bei Twilight hier habe ich letztens wieder gesehen. Ja, ich weiß, Twilight. Ne? Egal. Ich hatte so einen Marathon gemacht. Und, in Mittagsstunde, ich glaube der zweite Teil, geht's doch nach Volterra, zu dieser Stadt da, wo die Vampirfürsten leben. Ach, guck mal, wie hübsch. Da kommen wir nicht mehr durch, da. Oh, was haben wir denn da? Italiener ergreift die Waffen, der Duke verkündet den Eintritt. Ach ja, was haben wir jetzt herausgefunden? Der Vater hat sie missbraucht. Das haben wir herausgefunden. Das ist die Wäscherei. So. Wenn man ins Irrenhaus kam, dann hatte man nicht mehr das Recht, etwas zu besitzen. Die Sachen, die man bei der Einlieferung hatte, wurden eingewickelt und hier verstaut. Auch die Kleidungsstücke. Im Falle, dass ich eines Tages wieder rauskomme. Viele, zu viele aber kamen hier nie wieder raus. Ja, man siehe es. Ich kann hier alles aufmachen, aber lesen kann ich nicht so wirklich was. Ja, mir kamen wirklich nicht viele raus. In der Kartei im Archiv muss eine Mappe mit meinem Namen sein. In der Kartei im Archiv muss eine Mappe sein mit meinem Namen. Und dann manchmal ist das Ding hier weg. Der Zeiger hier, jetzt geht gar nichts mehr. Ich kann nicht mal mehr ins Menü. Hallo? Er macht keinen Scheiß jetzt hier. Jetzt geht... Hä? Ich kann da nicht mal mehr ins Menü rein. Nö. Hä? Ich mach mal kurz einen Cut, Leute. So, da bin ich wieder. Ich musste gerade das Spiel komplett ausschalten. Irgendwie hat gerade gar nichts mehr funktioniert. Ja. So, Kartei. Z
8CD. René. G-H-I-T aber. Liebe Mutter, ich bitte dich, hol mich hier weg von diesem Ort. Er macht mir solche Angst. Du hattest recht. Ich weiß, ich verstehe, mein Verhalten war falsch. Wenn du wüsstest, wie sehr ich mich schäme. Aber jetzt weiß ich mich zu benehmen, ganz bestimmt. Jetzt wird alles gut. Ich werde arbeiten und anständig sein. Deine Tochter René. Das ist nicht das, was wir geschrieben haben. Nicht abgeschickt. Dieser Brief hier sieht aus wie ein Brief, den René damals geschrieben hat. Er ist aber nie abgeschickt worden. Warum? Warum wurde er nie abgeschickt? Ich habe einen Brief von Ihnen bekommen, Mutter. Sie sagen mir, ich soll stark und geduldig sein, aber ich habe nur Angst und Schmerzen. Und Sie schreiben mir nicht mehr. Ich wünsche mir, dass dieser Brief wie ein Abbild meiner Seele das zeigt, was ich durchmache. Die Kinder wollen mich umbringen. Alle tun so, als ob nichts wäre, und sagen mir, was ich machen soll. Ich kann das nicht verstehen. Sie hilft mir, aber was haben Sie ihr getan? Können Sie es mir sagen? Werden Sie mir helfen? René. Auch nicht abgeschickt. Nicht überbracht. Ein Brief von ihrer Mutter. Monte Foscoli, 7. Juli 1940. Glaube ich. Meine liebe Tochter. Ja. Ich habe nichts mehr von dir gehört, nicht eine Zeile seit Monaten. Leider habe ich keine Möglichkeit, dich zu besuchen. Es fehlt an Geld für die Fahrt. Erinnerst du dich an Herr Onofrio? Er fährt demnächst geschäftlich nach Volterra. Ich habe ihn gebeten, ob er so freundlich sein und sich beim Herr Direktor nach dir erkundigen könnte. Hoffentlich bringt er, was dich betrifft, gute Nachrichten mit. Schreib mir aber auch. Ich weiß, ich war sehr streng. Ich bitte dich um Entschuldigung. Ich dachte nicht, dass... Herr Onofrio habe ich eine neue Puppe mitgegeben. Du hast mir gesagt, deine ist weg. Und ich weiß, dass du sie sehr lieb hattest. Sie ist nicht so schön wie deine Charlotte, aber ich hoffe, sie kann dich aufmuntern. Nur Mut, mein Kind. Wirst schon sehen. Alles wird wieder gut. Mama. Nicht überbracht. Monte Foscoli, 12. Oktober 1940. Liebe Tochter, ich habe dir zweimal geschrieben und habe keine Antwort erhalten. Ich warte jeden Tag sehnsüchtig auf einen Brief von dir. Herr Onofrio ist zurück. Er hat dir doch die Puppe mitgebracht. Hat sie dir gefallen? Es ist ihm nicht gelungen, mit dem Herrn Direktor zu sprechen. Dich hat er aber gesehen, erzählte er. Ich bete jeden Tag für dich. Don Gino hat Sonntag während des Gottesdienstes für dich gebetet. Schön, oder? René, ich habe beschlossen, dich nach Hause zu holen. Dem Herr Direktor habe ich es schon geschrieben und ihm gesagt, dass ich mich gut um dich kümmern werde. Im Moment bin ich krank und kann deshalb nicht arbeiten. Du wirst sehen, bald geht es mir wieder gut, so dass ich reisen kann. Dann komme ich und hole dich. Ich weiß, du leidest sehr. Halte noch durch, bitte. Und wetten, die Mutter ist verstorben? Mama holt uns hier raus, nicht? Mama ist lieb, aber es geht ihr nicht gut. Darum ist der Mann gekommen. Sie hat uns auch die Puppe mitgeschickt. Ich hätte mit ihr spielen und reden können. Darauf warten, dass sie kommt. Aber René hat die Puppe nie gekriegt. Sie ist wohl wie alles andere hier beschlagnahmt worden und irgendwo hier unter Verschluss. Die Mutter ist bestimmt verstorben. Einem Tagebuch beschreibt sie diesen Typen ja eigentlich. Und dann sagt sie, sie kennt also dieser Mann. Müssen wir eine neue Puppe finden, toll. Was ist jetzt passiert?
Ach so, wir müssen die Leiter hoch. Ja, sag das doch. René T. Jetzt können wir das Bündel aufmachen, auf dem Tisch vor dem Fenster. Schuhe. Sie soll dich leiten auf all deinen Wegen und die Sünde von dir fernhalten. Mama. Das sind wir, denke ich mal, mit unseren Schuhen. Siehst du, Mama war lieb. Ich war die Böse. Mama hat sich Sorgen um René und Charlotte gemacht. Ich habe Charlotte allein gelassen. Wir haben sie allein gelassen. Kapitel 10. So, was sollen wir jetzt tun? Jetzt müssen wir Charlotte holen. Wir müssen Charlotte suchen. Wir haben sie allein gelassen. Ist sie wohl noch da, wo wir sie zurückgelassen haben? In dem warmen Licht? Ich hoffe doch. Wenn nicht, habe ich gibt mir das sehr zu denken. Hallo Charlotte. Du bist Gott sei Dank noch da. Ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Mama lässt uns nicht allein. Ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Sie hat uns lieb. Auch schon die Böse ist weg. Ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Mama hört uns jetzt ab. Sie hat uns lieb. Ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Mama lässt uns nicht allein. Mama lässt uns nicht allein. Charlotte, ich habe nichts getan. Ich Mama habe nur gehorcht. Sie hat uns lieb, auch wenn wir böse sind. Ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Was ist denn jetzt hier los? Ey, hier sind aber noch viele andere, die eigentlich vor mir dran waren. Thank you.
Oh, Strom. Elektrotherapie. Oh, nein. Kapitel 11. Oh, mit mir dröhnt's. Elektrotherapie. Scheiße. Was hat der Arzt geschrieben, wenn er an seinem Schreibtisch saß? Achso, ja, gehen wir mal gucken. Jetzt ist da was. Gerade war da noch nichts. 7. September 1938. Die Geisteskranke steigert sich auf den Anfälle, bei denen sie klagt, jammert und wütend wird. Heute Morgen hat sie die Milch weggeschüttet unter der Behauptung, es befänden sich darin Urin, Spucke und anderes Ekelhaftes. Sie hat Halluzinationen und hört Stimmen, die Befehle geben. Laut ihren Erzählungen gibt es Kinder, die sie singen hört und die in einer Schule eingesperrt sind. 20. Januar 1939. Mutistisch, benommen, vollkommen unaufmerksam. Auf Fragen und Reize reagiert sie mit Weinen und Tränen, andernfalls lacht sie. 1. Juni. Sie ist apathisch, nimmt kaum etwas zu sich, sie weigert sich berührt zu werden, sie antwortet nicht. Laut Meldung der Köchinnen verbringt sie ihre Zeit draußen im Park auf einer Bank vor der Küche. 14. Oktober. Wieder impulsives Verhalten. Heute Morgen hat sie sich 2 Eier für süßen Eierschaum geben lassen. Kaum hatte sie sie in der Hand, hat sie alles weggeschleudert. Erregt, agitiert, leicht verwirrt. Sie entkleidet sich. 8. Dezember. Sie ist seit 15 Tagen am Bett festgebunden. Sie ist gut gestimmt, spottet immer mehr, benutzt vermehrt Schimpfwörter, lacht laut hinaus. Sie masturbiert. Laut Meldung der Krankenschwestern befand sie sich vor etwa 2 Wochen allein in der Dusche und wollte nicht herauskommen. Laut ihrem Bericht hat sie, als sie weggebracht wurde, laut geschimpft und dann um sich geschlagen und gebissen. 2 Krankenschwestern mussten verarztet werden. Seitdem wurde sie nicht mehr losgebunden. In die Abteilung halbruhige Geisteskranke verlegt. Bis jetzt Behandlung durch Dr. B., künftig durch Dr. C. Ich war mit Amara im Duschraum. Die Erinnerung macht mir Angst. Aber sie sind ja nicht die Wirklichkeit. Sie sind nicht wahr, oder? Oh Gott, Mädchen. Von welcher Wirklichkeit sprechen wir eigentlich? Du bist deine Erinnerung. Das hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Von welcher Wirklichkeit sprechen wir eigentlich? 15. Dezember, Dr. C. Anmerkungen zu der Patientin. Ihr abnormaler psychischer Zustand war Grund für ein nachlässig geführtes, ungeregeltes Leben, einschließlich der Neigung zu Straftaten. Sie ist launenhaft, leichtsinnig. Sie lässt in regelmäßigen Abständen ihre Hausarbeiten liegen, um als Straßenprostituierte ihre Dienste anzubieten. Was? Straftaten? Es kam vor, dass ich unmanierlich geantwortet habe, ja. Ab und zu war ich reizbar, aber eine Delinquentin? Und dann noch Prostitution? Nein, weshalb denn? Weshalb sagen Sie sowas? Der ältere Arzt versuchte etwas zu verstehen, während der hier dich abstempelte, ohne etwas zu wissen oder wissen zu wollen. In ihrer Geisteskrankheit reagiert sie nicht auf Ermahnungen seitens der Verwandten. Es gab Anzeichen für Selbstmordgedanken. Sie ist gestern in diese Abteilung gekommen. Sie war äußerst erregt, agitiert. Behandlung mit Cardiazol, 2 Spritzen pro Woche, Dauer 5 Wochen. Mit den Behandlungen versuchten sie uns zu verwirren. Mein Gott, und wie ihnen das gelang. Als ob sie dir die Geisteskrankheit einverleiben wollten. Es waren die einzigen Behandlungen, die einen Versuch wert waren. Ihr wart so viele und weil sie so wenig waren, blieben ihnen da etwas anderes übrig, als die Hölle so in Schach zu halten. Der Zweck heiligt immer die Mittel für jene, welche die Macht haben.
2. Juni. Lange Zeit war die Patientin ruhig, hat sich besser gefühlt. Heute ist sie sehr unruhig, erregt, wehrt sich sogar mit Gewalt gegen die frauenärztliche Untersuchung. Sie schimpft und verflucht ihre Erzeuger, schlägt sogar um sich. Laut Dr. B. wird die Patientin, die im 3. Monat eine Fehlgeburt erlitt, seit etwa 2 Jahren regelmäßig untersucht. Ihre Schwangerschaft war Folge des Geschlechtsverkehrs in einem in den Park der Anstalt eingedrungenen Fremden. Oh Gott, wie... Siehe auch die Krankenakte beiliegende Anzeige, die bei der Polizei in Volterra erstattet wurde. Was eine Lüge! ES-Behandlung. So hat man also die Wahrheit verheimlicht. Es war alles gut ausgedacht. Was für eine Lüge! Ja, alles gut ausgedacht. Die Anstalt musste sich absichern. Warum denn verheimlichen? Ich glaube nicht, dass sie Angst vor dir hatten. Ihr wart alle vollkommen egal. Ja, alles gut ausgedacht. Die Anstalt musste sich absichern. Vielleicht geht es gar nicht um René. Um diese René jedenfalls. Nee. Ja, alles gut ausgedacht. Die Anstalt musste sich absichern. 13. Juni. Nach Aussage der Krankenschwestern ist sie nach Erhalt des Briefes ihrer Mutter in einen Zustand der äußersten Unruhe verfallen. Hat ihre Suppe auf andere Insassinnen gekippt, weil es ihr nervlich nicht gut ging, und hat einer Krankenschwester einen Faustschlag versetzt. Impulsiv zerreißt ihre Kleidung. Bei der Untersuchung benutzt sie grobe Schimpfwörter, sie schlägt und spuckt. Briefwechsel unterbinden, um bei der Patientin keine weiteren Unruhezustände auszulösen. 20. August. Am Bett festgebunden. Laut Bericht der Krankenschwestern ist die Patientin nach einem Besuch von Verwandten oder Bekannten äußerst unruhig. Seit 2 Tagen schreit sie immer nur noch ununterbrochen, sagt, dass sie ihr Befehle gibt, dass sie gehorchen muss, sich selbst wehtun soll und auch, nein, das ist nicht Charlotte. Besuchsverbot, am Bett fesseln, vermehrte ES-Behandlungen, bis sich Besserung einstellt. Kein Kontakt mit der Außenwelt. So wusste niemand, was hier innerhalb dieser Mauern vor sich ging. Die Elenden dieser Welt wurden hier reingekerkert. Der Rest der Welt brauchte keine Gedanken mehr an sie zu verschwenden. Und wer hier Insasse war, der war für die Gesellschaft kein menschliches Wesen mehr. Das Einzige, was zählte, war, euch ruhig zu stellen. Weißt du nicht mehr, was passiert ist, wenn ein Brief ankam? Wie wagst du es zu urteilen? Wer weiß, welche Qualen dir so erspart geblieben sind? Oh Gott. Also das, was ich jetzt so mitgekriegt habe, wer hier Insasse war, der war für die Gesellschaft kein menschliches Wesen mehr. Das Einzige, was zählte, war euch ruhig zu stellen. Ruhig, sei friedlich, nicht aufregen. Dich stellen wir jetzt erst einmal ruhig. Nur das zählt. Die Ruhe hat ihren Preis. Das Leben. Hunderte von unruhigen Geisteskranken in zu kleinen Räumen, das Ruhigstellen, das war nur zu eurem Besten. Gab es eine andere Lösung? Ein normales Leben wäre sowieso nicht möglich gewesen und? Nein, wäre es nicht, aber auf diese Weise konnte die da draußen es leichter akzeptieren. Nein, wäre es nicht, aber auf diese Weise konnten die da draußen es leichter akzeptieren. 1. März. Bewusstseinsklar, Orientierung in Ordnung, auf Fragen antwortet sie. Laut Berichten der Krankenschwestern ist die Patientin ruhig, sie wäscht und pflegt sich. Ihren Behauptungen nach soll es eine Patientin namens Amara geben, die ihr zufolge verschwunden ist, seitdem sie in dieser Abteilung ist. Entspricht nicht der Wahrheit. Ach, Amara war eine... Mit Wahrscheinlichkeit Regression der Halluzination. Amara war eine Erlebung Patientin. In Erwägung ziehen. Ich soll Amara erfunden haben? Das ist unmöglich. Es gab sie wirklich, das weiß ich ganz sicher. Ich fühle es. Irgendwo müssen sich Spuren finden lassen. Ja, weil, also Amara war dann trotzdem eine Patientin, okay. Wir können die Krankenakte im Archiv suchen, wo auch die Briefe der Mama lagen. Stimmt, klar. Ich habe ja im Prinzip jeden Raum jetzt durch.
Tamara B., 32 Jahre alt, Hausfrau, Mutter von 2 Kindern, verheiratet mit Mario B. Ah. Sie war nicht verheiratet, aber auf dem Foto, das ist sie. Gab sie doch? 3. Juni 1936. Gestern eingeliefert, war in Begleitung ihres Mannes. Anzeichen von Besserung. 10. Juni. Fröhlich, heiter, ruhig. Verhält sich anständig. Fleht sich und ist ordentlich. Entlassen am 8. Juni 1936. Am 10. 28. April 1937. Wird von ihrem Mann gebracht. Leidet an großer Nervenschwäche und Ängstlichkeit. Spricht mit Mühe, zittert. Entlassen am 14. Mai 1937. 8. März 1938. Wenige Tage bevor René eingeliefert wurde. Sie war auch erst seit kurzem da, hat sie jedenfalls gesagt. Gestern eingeliefert, fiebrig, äußerst unruhig. Entlassen am 14. März 1938. Sie ist nicht weggegangen. Nein, nicht nach so wenigen Tagen. 22. Juni 1939. Erneute Einlieferung. Wieder einmal sehr schnell Anzeichen der Besserung bei der Patientin. Entlassen am 2. Juli 1939. 1. August 1941. Erneute Einlieferung aufgrund von großer Unruhe. Entlassen am 27. August 1941. Ein und wieder raus. Sie blieb immer nur kurze Zeit. In meiner Erinnerung ist sie immer bei mir. Ich verstehe das nicht. 4. März 1942. Noch hier, unveränderte Situation. 8. März 1942. Im Vergleich zu den vorherigen Einlieferungen erscheint die Patientin auch noch nach Tagen niedergeschlagen, obwohl Orientierung und Aufmerksamkeit in Ordnung sind. Entlassen am 25. März 1942. 2. April 1942. Die Patientin ist unaufmerksam, schweigsam, zeigt kein Interesse. Ihr Mann brachte sie unter folgender Begründung. Sie ist nicht, Herr Doktor. Sie schläft fast immer. Ich mache mir große Sorgen. Sie kennen sie und sie können ihr helfen. 6. April 1942. Tuberkulose. Patientin in das Gebäude Maragliano von D. Isolierstation. Gegen 8.30 Uhr an Tuberkulose verstorben. Amara soll tot sein. Meine geliebte Amara. Ich habe mich noch nicht einmal von ihr verabschieden können. Beiliegend ein Schreiben der Patientin. Wahrscheinlich im Delirium niedergeschrieben. Ich weiß, dass ich sterbe. Ich verliere so viel Blut, auch in mir. Eigenartig. Seit ich wieder hier bin, kann ich an nichts anderes denken als an dieses Mädchen. An ihre traurigen Augen, an ihre Verzweiflung. Ich habe sie nur kurze Zeit gesehen. Trotzdem ist etwas von ihr in meinem Herzen geblieben. Ist sie wohl noch hier? Hoffentlich nicht. Gott macht, dass es ihr besser geht. Dass ihre Mutter sie rausgeholt hat. In meiner Erinnerung ist es anders. Ergibt das irgendeinen Sinn? Täuscht mich meine Erinnerung? Die Dinge sind nicht wie in meiner Erinnerung, wie ich sie sehe. Aber sie hat immer gesagt, dass sie mich lieb hat. Wirklich, ich kann das nicht verstehen. Ich möchte mich nur von ihr verabschieden. Ein letztes Mal. Ich habe es ja nie tun können. Konnte je eine Seele in dieser Hölle überleben? Mein Wunsch, noch mal etwas zu fühlen, wie Schmerz, Leidenschaft, ist groß. Noch einmal fühlen, wie Tränen über mein Gesicht rinnen, sich erinnern, wie es war zu leben. Okay, wir sind jetzt auf dem Friedhof. Ich denke, das Spiel ist jetzt gleich vorbei. Deswegen werde ich jetzt einfach mal gehen. Aber welcher Stein gehört denn ihr?
Okay, ich kriege jetzt kein Dingens dazu. Ich habe doch gerade so auf dem Bild gesehen, wo die ungefähr beerdigt wurde. Woher soll ich wissen, ob es das von Amara ist? Ja. Auf diesen Kreuzen steht kein Name. Ich werde nie wissen, wer da begraben ist. Hier sind keine Namen. Das ist frisch, oder? Amara gibt es nicht mehr. Vielleicht hat es sie nie gegeben. Ich war selbst ja schon tot. Warum weitermachen? Lass es uns zu Ende bringen. Ich möchte etwas aufschreiben und hinterlassen. Ich möchte mich für den Schmerz entschuldigen, den ich verursacht habe. Und wo machen wir das denn jetzt, da drinnen oder was? Schaufel. Was sind unsere Fußabdrücke? Sie möchte jetzt was zum Schreiben haben. Ja, aber hä? Am Eingang ist die Aufnahme. Da gibt es Papier und Stifte zum Schreiben. Okay. Ich mach mal jetzt eben nochmal einen Cut. Dauert das jetzt nicht mehr lange, schneide ich es natürlich zusammen. Ansonsten sage ich jetzt erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal.